Herzlich willkommen zu Battle of Warships. Hiermit die erste Folge. Das ist ein Let's Play, was ich gestern in meinem Silvester-Video-Special vergessen habe anzukündigen. Ja, es wird auch ein Battle of Warships Let's Play geben. Ihr seht, ich bin aktuell bei Rang 11. Ich habe ja schon mal das Game gestreamt. Und ja, wir machen das heute alles mit der wunderschönen Texas Double B. 35, ja. 5 Geschütze. Genau 27 Knoten schnell und 46 Sekunden für eine 180 Grad Drehung. Wir können täglich einen Container öffnen. Geschwindigkeitserhöhung. Ja, gar nichts. Ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Gefecht wieder. Und da sind wir auch schon auf den grünen Hügeln, auf den Weltmeeren. Der Weltmeer mit unserer Texas BB und wir wollen einfach mal schauen. Also, wir haben eine Reichweite von insgesamt 5 Kilometern. Das ist im Gegensatz zu World of Warships jetzt nicht unbedingt viel. Aber ihr seht, die Map ist auch nicht besonders groß. Also, 5 Kilometer. Wir wollen mal schauen, was wir alles so da haben, auf jeden Fall. Das sieht gar nicht so übel aus. Wir haben eine Montana. Das könnten wir schaffen. Also, ich kann mich jetzt an den anderen halten oder ich drehe meinen eigenen Kurs ein. Ich würde mal sagen, ich schieße mal hier 5,0. Richten wir uns mal aus für die Breitseite. Dann gehen wir mal auf die Royal Sovereign da hinten. Direkt mal drauf. Schauen wir mal. Ach, gar nichts getroffen. Das ist halt der Nachteil, wenn man sich in einem entscheidenden Gefecht befindet, Breitseiten feuert und dann war's das, ne? Einer hat getroffen. Und der erste ist kapituliert. Hier war's. Gott sei Dank meine Sonne rein. So. Ja, jetzt treffen wir mal ein paar Sachen hier. So, die Sovereign macht ja nicht so viel Schaden. Dann will ich noch schießen, wenn ich es noch hinkriege. Und dann will ich mich auch mal abdrehen. Ja, sieht gut aus. Aber die hat gestoppt. Sehr ärgerlich. Also, hier vorne wird voll rausgenommen. Ich merke es einfach. 27 Knoten ist nichts, ne? Ja, hier genau, das ist nämlich das Problem. Wir gehen jetzt gleich zu. Schießen auf die Sovereign, da steht. 3 kommen an, wenn überhaupt. Ne. Okay. Das ist irgendwie nicht so rosig. Jo, ein Gefecht geht ja genau 15 Minuten. Kann auch früher zu Ende sein. Muss man immer schauen. So. Eine Sovereign mit im Gefecht mit der Bismarck. Mal schauen, ob wir sie uns holen können. Wir haben zu wenig vorgehalten. Das ist gar nicht gut. Ja, das sieht gut aus. Ja, schade. Hat aber nur Land getroffen. Ja, er kapituliert. So, sie zeigt uns ihren Bug. Das ist ein bisschen scheiße. Kriegt doch dafür eine volle. Oh, habt ihr das gesehen? Volle Breitzeit vom anderen Gegner. Oh ja, sie zeigt mir genau ihre Backbordseite. Ich glaube, wir konnten uns nur genau einen Treffer holen. Das hätte genauso gut ein Kill werden können. So. Dort haben wir nochmal eine Sovereign.
Irgendwie sind lauter gleiche Schiffe hier drinne. Das ist ein faires Gefecht, sagen wir es mal so. Sind nicht mehr viele Gegner übrig. Wir müssen ja aus der Distanz arbeiten. Was nicht wirklich gut ist. Wir müssen vor allem, da das Gefecht eh gleich zu Ende ist, nochmal treffen. Ich denke, wir werden eh nicht mehr treffen. Nee, das war's. Also, wir hatten 0 Kills. Und dementsprechend ist auch die Runde gelaufen. Ja. Also, wir werden das grundsätzlich so machen: eine Folge, immer ein Gefecht. Hey, kann eigentlich fast nicht sein, dass es nur 5 Minuten waren. Egal. Also, eine Folge, immer ein Gefecht. Wenn es mal nur 5 Minuten sind, sind es halt mal nur 5 Minuten. Ich glaube, ich nehme jetzt mal so 2, 3 Folgen im Vorab auf, dass ich dann auch die nächsten Tage schon mal Material habe zum Hochladen. Wie gesagt, ab heute sollten offiziell alle Videos kommen. Kann sein, dass trotzdem mal was passiert. Und wir wollen es auf jeden Fall vermeiden. Ich bedanke mich beim Zuschauer fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Michi. Ciao.